Hi, heute ist mal wieder Zeit für Pastrami. Schaut sie euch an. Das ist eine wundervolle Pastrami aus dem Flat, aus dem flachen Teil des Briskets. Die habe ich gepökelt und geräuchert. Und wie ihr Pastrami selber macht, das erfahrt ihr in dieser Folge von Barbecue aus Rheinhessen. Viel Spaß dabei. Hier seht ihr jetzt die Zutaten, die ich für meine Pastrami brauchen werde. Los geht es natürlich mit dem Fleisch. Das hier sind 1,75 Kilo Brisket und zwar das Flat. Habe ich bei Eurobeef bestellt. Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Das gilt es jetzt vorzubereiten. Das muss jetzt eine Woche lang pökeln. Dafür verwende ich das Pastrami-Set von Royal Spice. Setze ich euch auch unten in die Videobeschreibung rein. Wir haben dafür eine Spritzlake. Wir werden das Fleisch also gleich spritzen. Dann werden wir es mit einem Pökel-Rub einreiben. Und dann in einer Woche haben wir hier noch einen Rub, mit dem das Ganze dann eben auf den Smoker kommt. Würde ich sagen, packen wir das gute Stück mal aus und legen los. So, ich starte damit, dass wir die Pökellake anrühren. Dafür brauchen wir 260 Milliliter Wasser. Da ist so, bei dem Set ist so ein Packzettel mit dabei, wo drin steht, wie viel Gramm ihr pro Kilo Fleisch benötigt. In diesem Fall sind 1,75, also alles 1 mal 1,75. Wir haben hier also 260 Milliliter Wasser. Dann brauchen wir jetzt von der Spritzlake, von dem Pulver. Ich habe hier an der Seite eine Küchenwaage stehen, dass ich das Ganze abwiegen kann. Und zwar brauchen wir von der Spritzlake 87,5 Gramm. Wenn es 88 sind, ist auch kein Schaden. So, und jetzt habe ich ja den Beutel offen und zufälligerweise brauchen wir für dieses Rezept einen Vakuumierer. Und dann kann ich den direkt verschweißen und dann ist er fürs nächste Mal direkt zu. So hält er dann natürlich auch dementsprechend länger und verklumpt nicht. Die 87 Gramm gebe ich jetzt also in das Wasser. Das Ganze gut verrühren, bis es sich komplett aufgelöst hat. Wenn dann das Pulver sich aufgelöst hat, habe ich hier meine Marinadenspritze. Das Fleisch ist natürlich in so einer Schüssel drin, ganz einfach deswegen, damit das, was vorbeiläuft, uns nicht verloren geht. Und jetzt ziehe ich hier auf die Spritze die Pökellake auf. Und dann wird es ins Fleisch injiziert. Ihr seht hier vielleicht, die Fleischfasern laufen. Und es macht halt Sinn, mit der Spritze immer so seitlich zu den Fleischfasern reinzugehen. Und jetzt, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, es puppt sich jetzt hier schon auf. Das ist sehr gut. Dann langsam die Spritze rausziehen, weil euch sonst das Zeug durch die Gegend spritzt. Aber ihr seht richtig, dass, wie sich das aufpumpt, wie die Pökellake also da in das Fleisch hineingeht. So, die Pökellake habe ich jetzt so gut wie es ging eben in das Fleisch reingebracht. Wir drehen das Ganze noch einmal um. Wir sehen das hier von der Rückseite, das hier ist ein richtiges Ei. Hier ist ein richtiges Ei von der Pökellake drin. Auf der Rückseite haben wir ein klein wenig Fett stehen. Das ist vollkommen in Ordnung, das ist nicht zu viel. Das darf da ruhig bleiben. Und jetzt bringen wir den Pökel-Rub auf. Damit wird das Ganze dann entsprechend einvakuumiert. Ich werde jetzt erstmal kurz hier die Schüssel leer machen. Weiter geht es jetzt mit dem Pökel-Rub. Davon brauche ich 43 Gramm. Und auch hier werde ich den Beutel direkt wieder in meinem Vakuumierer verschweißen. Einfach auf die Verschweißen-Taste drücken, ist der Beutel wieder zu. Während das jetzt passiert, kann ich schon mal das Fleisch jetzt mit dem Pökel-Rub einreiben. Schön großzügig, aber nicht vergessen, wir wollen ja die Rückseite auch noch einreiben. Wirklich schauen, dass ihr den Pökel-Rub gut um das Fleisch rum verteilt. In der Zwischenzeit ist mein Beutel hier wieder verschweißt. Wunderbar. Was also bedeutet, dass die Rinderbrust jetzt hier in diesen Vakuumbeutel darf. Dafür schlage ich die Ränder oben um, damit die jetzt nicht schmutzig werden und somit dann gleich noch alles wunderbar verschweißt werden kann. Und dann schnappe ich mir hier die Brust und setze die in die Folie hinein. Passt genau. Dann nehme ich mir den Beutel, schlage den Rand wieder zurück. Der ist jetzt schön sauber. Und dann, kleiner Trick, wenn ihr vakuumiert und der Beutel hängt so ein bisschen runter, schiebt einfach ein Brett an der Seite dran, dann passt das besser. So, gucken, dass das alles funktioniert. Dann den Deckel zu und vakuumieren und verschweißen. So, wunderbar. Hier ist unsere
Rinderbrust, die zu einem Pastrami werden soll, hervorragend, die wandert jetzt in den Kühlschrank. Und zwar, man sagt, je Zentimeter Fleischdicke ein Tag pökeln plus ein Tag extra. Heute ist Freitag. Ich habe eigentlich sowieso vor, das erst nächste Woche Donnerstag zu machen. Von daher sind wir ganz auf der sicheren Seite. Das wandert jetzt in den Kühlschrank. Einmal am Tag werde ich das Ganze kurz umdrehen. Das kann man machen, muss man nicht, aber es ist empfohlen, einfach immer einmal kurz umdrehen, wieder ab in den Kühlschrank und einfach ziehen lassen. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. 6 Tage sind vorbei, hier liegt mein Flat. Das lag jetzt also für 6 Tage im Kühlschrank, ist ordentlich durchgepökelt. Das gilt es jetzt auszupacken. Also, machen wir nicht lange rum. Das müssen wir jetzt ordentlich abwaschen. Bedeutet also, wir nehmen es hier aus dem Beutel raus und werden es unter fließend Wasser abspülen, damit eben die Pökellake und der Pökelrub darunter kommen. So, nachdem Rub und Pökellake dann abgewaschen sind, kommt das Ganze jetzt noch für eine gute halbe Stunde in ein Wasserbad. Einfach eine Schüssel nehmen mit kaltem Wasser und das Fleisch da reinsetzen und das Ganze jetzt eben noch für eine halbe Stunde wässern, damit eben noch ein bisschen mehr von dem Salz rausgewaschen wird, damit die Pastrami am Ende nicht zu salzig wird. So, mein Flat wurde jetzt für eine halbe Stunde gewässert. Das kann ich jetzt aus dem Wasser rausnehmen. Ich habe hier eine weitere Schüssel mit schon einem Rost oben drauf. Da können wir es zum einen abtropfen lassen und zum anderen gleich auch noch mit dem Finish Rub versehen, der die Pastrami dann letztlich würzt. So sieht das Ganze aus. Fantastisch. Das Wasser hier können wir entsorgen. Die Schüssel als solches werde ich gleich noch brauchen. Die stelle ich nämlich gleich in meinen Räucherschrank rein, falls Fett runtertropft, damit das eben dann direkt hier reingeht. So, jetzt hier also die Pastrami. Großartig schaut die aus. Die ist jetzt noch nass, wir trocknen die gar nicht ab. Ich habe jetzt hier 43 Gramm von der Finish-Mischung, also mit Paprikapulver drin, Senf, Thymian und solchen Geschichten. Und damit wird das Fleisch jetzt schön eingerieben. Dann drehe ich es um und die Rückseite bekommt natürlich auch noch von der Gewürzmischung. Die Gewürzmischung lasse ich jetzt gute 20 Minuten anziehen und in der Zwischenzeit starte ich meinen Borniak-Räucherschrank. So, da steht das gute Stück. Einmal Strom einschalten, dann geht hier oben das Display an. Ich weiß nicht, ob ihr das in dem Sonnenlicht sehen könnt. In jedem Fall möchte ich nachher in dem Schrank eine Temperatur von 140 Grad haben. Die drehe ich mir jetzt schon mal hier ein. 140 Grad, dann wird das Ganze bestätigt. Jetzt fängt also die Heizspule in dem Schrank an, eben die Hitze zu produzieren. Wir machen einmal auf. So sieht das Ganze von innen aus. Hier wird später das Fleisch drauf liegen. Unten drunter kommt dann die Schale mit der Tropfschale. Und hier an der Seite haben wir den Rauchgenerator, der eben dafür sorgt, da sind Buchenpellets drin, beziehungsweise Buchenspäne drin, die werden mit einer Förderschnecke in den Brennraum gefördert und sorgen eben dann dafür den Rauch, den wir haben wollen. Also machen wir den Schrank wieder zu, damit er aufheizen kann. Inzwischen haben wir eine Temperatur von 90 Grad im Räucherschrank erreicht. Zeit, den mal aufzumachen. Und jetzt stelle ich hier unten eine Schale mit Wasser unter die Räucherschiene. Dann können wir sie starten. Jetzt sorgt eben diese Schnecke, die wir hier unten haben, dafür, dass eben diese Holzschnipsel hier über eine Brennspule gehen und dann entsprechend verbrennen und als Asche dann hier unten in diese Schale fallen. Und jetzt, wo wir den Schrank gerade offen haben, setzen wir auch direkt das Pastrami rein. Die kommt hier oben hin. Unten drunter kommt die Wasserschale. Den Mieter habe ich schon eingesteckt, damit ich eben dem jetzt noch verraten kann, was wir vorhaben. Dann machen wir die Tür zu. 140 Grad sind eingestellt, Rauchgenerator läuft und dann würde ich sagen, Abfahrt. Dann verraten wir der Mieternadel noch, was wir vorhaben. 15 Grad haben wir im Kern. Wir machen Rindfleisch. Wir machen, ja, also eigentlich eher so ein Braten. Wir machen ein Bruststück und da schlägt er uns jetzt schon 93 Grad vor. Wir gehen auf 90 Grad runter. Das ist tatsächlich die Temperatur, die ich gerne haben möchte. Ich habe euch schon mal ein Pastrami-Video gezeigt, wo ich auf eine Temperatur von um die 70 Grad gegangen bin. Das funktioniert auch, aber bei Rinderbrust empfiehlt es sich tatsächlich schön auf die 90 Grad zu gehen, dass das Fleisch wirklich so richtig schön mürbe wird. Und das haben wir eben heute vor. Das ist eingestellt. Und dann sagen wir Abschuss. 1 Stunde 20 Garzeit sind rum. Wir sind jetzt bei einer Kerntemperatur von 60 Grad. Der Mieter zeigt 138 Grad, der Borniak 140. Das Ding läuft wirklich wie ein Uhrwerk. Nach 1 Stunde 20, denke ich, haben wir dem Ganzen genug Rauch verpasst. Dementsprechend schalte ich jetzt hier die Räucherbox aus, auch hier oben am Controller. Und ich würde sagen, wir werfen mal einen Blick hinein.
Oh, schaut mal. Ich würde behaupten, wir sind auf einem sehr guten Weg. Deswegen mache ich auch direkt den Schrank wieder zu, damit wir nicht zu viel Hitze verlieren. Und weiter geht's. So, liebe Leute, wir sind am Ziel. 5 Stunden, 17 Minuten hat das Ganze jetzt gedauert. Und wenn ich hier euch mal den Graphen mal vom Mieter einblende, seht ihr, dass wir so nach 2,5 Stunden die Plateauphase erreicht haben. Sprich, da ging es dann von 77 Grad runter auf 74 und dann halt eben dann letztlich hoch, dann eben jetzt auf die 90 Grad, die wir haben wollten. Das bedeutet, das Pastrami ist fertig. Ich mache jetzt mal den Borniak auf. Oh, ich sehe schon was. Es sieht großartig aus. Schaut euch das an. Die sieht absolut fantastisch aus. Die nehme ich jetzt vom Grill runter. Dann lassen wir sie noch eine Zeit lang ruhen und schneiden sie mal an. So, da liegt sie also, meine Pastrami, so nah und doch so fern. Denn jetzt kommt es. Eine Pastrami kann man natürlich, wenn sie heiß ist, sofort anschneiden und essen. Das ist gar keine Frage. Noch besser wird sie aber, wenn ihr noch ein bisschen Geduld habt. Und zwar sie nochmal einvakuumiert und dann für 10 Tage ziehen lasst. Genau das werde ich tun. Aber nichtsdestotrotz werden wir sie natürlich probieren. Das heißt, ich nehme sie jetzt mal gerade runter aufs Brett hier. Das sieht absolut wunderbar aus. Die Mieternadel können wir schon rausnehmen. Und dann schneide ich mal ein kleines Stückchen hier an. Wir können sehen, von der Farbe her ist die absolut granatenmäßig. Das wird das Eckchen, was wir probieren können. Der Rest, wie gesagt, wieder in den Vakuumbeutel. Auch hier wieder die Ränder umschlagen, Pastrami nehmen, in den Beutel rein. Ich mache das im warmen Zustand. Da scheiden sich so ein bisschen die Geister. Der eine macht das warm, der andere macht das kalt. Ich persönlich vakuumiere Dinge gerne im warmen Zustand ein, mache ich auch bei Pulled Pork so und lasse es dann im Eisfach, beziehungsweise jetzt in unserem Fall im Kühlschrank, dann schnell runterkühlen. Könnt ihr machen, wie ihr möchtet. So, und während das Ganze jetzt einvakuumiert, schnappe ich mir hier was von der Pastrami und probiere schon mal. Es zerfällt auf der Zunge und schmeckt einfach unfassbar gut. Überhaupt, auch wenn das jetzt ein Randstück ist, überhaupt nicht salzig oder sowas. Das hat er in der Salzsake liegen, die haben wir abgewaschen, haben es dann gewässert. Und im Rub, der dann außen drum kommt, ist sehr wenig Salz drin. Aber Leute, kannst du so zerzupfen. Ist super schier. Boah. Leute, ich freue mich auf in 10 Tagen. So, hier ist das gute Stück. Hat richtig gut Vakuum gezogen. Und das wandert jetzt so in den Kühlschrank. Und dann sehen wir uns in 10 Tagen. So Leute, 10 lange Tage des Wartens sind vergangen. Den Borniak habe ich zwischenzeitlich mal unter seine Plane gestellt. Und hier ist meine Pastrami. Die werde ich jetzt auspacken und ich freue mich wie ein Schnitzel, beziehungsweise wie eine Pastrami. Wir schneiden den Beutel mal auf. Zwischenzeitlich habe ich gelesen, dass es nicht zwingend 10 Tage sein müssen, sondern im Prinzip schon 2-3 Tage ausreichen, damit das Ganze eben noch so ein bisschen durchziehen kann. Ich habe mir jetzt halt die... unfassbar gut. Es riecht unglaublich lecker. Die werden wir jetzt auspacken. Die sieht unfassbar aus. Richtig geil. Und hier hatte ich ja schon mal so ein kleines Eckchen angeschnitten gehabt. Da schneiden wir jetzt einfach mal gerade weiter. Und jetzt seht ihr auch hier diese schöne Durchfärbung, also richtig schön durchgepökelt. Pastrami hat eine fantastische Farbe innen drin. Boah, der Hammer, Leute. Guckt euch das an. Wir haben auch eine super Marmorierung in der Pastrami selber. Schaut mal her. Das ist ja das Flat vom Brisket, also sprich der flache Teil des Briskets. Aber schaut euch das an. Das sieht aus wie gemalt. So, und jetzt ist es endlich Zeit zu probieren. Ich nehme mir mal hier so eine Scheibe. Absolut fantastisch. Lässt sich hervorragend pullen, wie halt auch im Brisket auch. Richtig schön gewürzt, nicht übersalzt, das ist ganz, ganz wichtig. Deswegen immer auch die Pastrami wirklich lange wässern, dass das Salz daraus gewaschen wird. Oh, Leute, ich liebe das. Das jetzt einfach in Verbindung mit ein bisschen Gurke auf einem Sandwich. Leute, das ist eine Offenbarung. Ich muss hier nochmal... Leute, die Würzung ist einfach perfekt. Den Link zu dem Pastrami-Set von Royal Spice setze ich euch unten in die Videobeschreibung. Schaut euch das gerne mal an. Damit ist es halt wirklich, ja, für jeden machbar. Und das kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Diese Scheibe lacht mich hier noch an. Ich könnte jetzt hier den ganzen Tag noch weiter naschen. Leute, Pastrami ist einfach ein absoluter Traum. Und vor allem lässt sich das Ganze, auch wenn es dann fertig ist, nochmal portionieren und einfrieren. Und dann habt ihr einfach immer ein bisschen Pastrami da, wenn ihr euch mal danach isst. Kann ich euch nur ans Herz legen und...
Es ist wirklich fingerlicking gut. Der flache Teil des Briskets eignet sich wirklich hervorragend dafür. Es ist sehr, sehr grundsätzlich sehr, sehr mager. Nicht zu viel Fett. Ihr habt so einen ganz kleinen Fettrand oben drauf. Das habt ihr ja gesehen beim Anschnitt. Aber es ist genau das Verhältnis richtig. Super geil. Link zum Fleisch findet ihr unten in der Videobeschreibung. Das solltet ihr auf jeden Fall mal nachmachen. In einem Räucherschrank kann man sowas natürlich machen. Funktioniert hervorragend. Ich habe euch ja schon alles Mögliche in meinem Borniak-Schrank gezeigt. Sei es jetzt Brisket, Pulled Pork, Rippchen. Wir haben kalt geräuchert. Wir haben heiß geräuchert. Das geht alles wunderbar da drin. Links setze ich euch unten rein. Das war's für dieses Mal. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben freuen und einen freundlichen Kommentar. Solltet ihr noch kein Abonnenten des Kanals sein, da unten könnt ihr das gerne auf kostenfreie Ehrengrillerbasis nachholen. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten, wer bei Instagram ist, der hat von meiner Räucheraktion eine Insta-Story gesehen. Schaut also gerne bei Instagram vorbei. Da seid ihr einfach immer näher dran. Das war's für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ganz viel Spaß beim Nachmachen. Macht's gut, euer Jörn von Barbecue aus Rheinhessen. Bis dann.